Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Im letzten Part haben wir Ashley wiedergefunden. Das ist schon mal die gute Sache. Und wir haben die Iron Maidens kennengelernt. Das ist die schlechte Sache. Das. You're not hurt, are you? No, I'm good. Ashley. Got it. Okay. No power. Get this for me. Leave it to me. I'm actually pretty good at this stuff. Good. Thanks.
So, jetzt habe ich die Stromversorgung noch angestellt, ne? Und jetzt. Achso, ich muss wieder zurück. Okay, das ist der Clou bei der Sache. Okay. Hier ist ein fucking Regenerator. Ich habe mich gerade echt ziemlich eingekackt. Ihr habt es gerade nicht gehört, aber ich. Seid froh. Das war, glaube ich, der mädchenhafteste Schrei, den ihr jemals gehört habt. Oder wäre das gewesen. Ja, okay, dann. Nicht schon wieder sowas. Oh. Na gut, das war einfach. Das war sehr einfach. Ja, Ashley. Ja, okay, ich hatte sie auf dem falschen Ding gehabt. Auf dem falschen Modus. Die spinnt eine Spinne. Oh nein, Ashley, Ashley. Warte mal, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt können wir gerade danach schauen. Zum Abschließen. Ja, da hinten ist schon mal eins. Und das andere war ganz da hinten. Sehe ich das überhaupt von hier aus? Also natürlich können wir auch noch hier unten, nach da unten gehen, ne? Das ist ja auch noch die Plattform, ja. Dann lassen wir aber gerade erstmal zum Merchant gehen und die Quest hier. Alle Ratten beseitigen Abfallbeseitigung. Wo ist die Abfallbeseitigung? Da gehe ich nicht zurück. Da, nein. Mm-mm. Da ist ein fucking Regenerator. Good things on sale, Stranger. Good luck to you, Stranger. There you are, as you wished. Oh, warte. Get yourself welcome. Stranger. Ooh, I'll pay a pretty penny. Come back when you can act pleasant travels. Wir haben einfach jetzt einen Barsch. Auch ein Heilungsitem. Wusste gar nicht, was man hier bekommen kann. Also im Original war das ja nicht so. Ich fange dich gleich, Mädel. Ja, ich fange dich gleich. Darf ich erstmal kurz das Ding abschießen? Leon. Look. That's a lift. If we could do something about this wall. Die ist da selber runtergesprungen. Ich wollte die ganze Zeit nicht runterholen, weil ich gerade die ganze Zeit dachte, okay, das triggert doch eine Katze. Ja, hat's, aber okay, gut, du kannst ja noch weiter erkunden. Alter, die ist einfach selber runtergesprungen. Ja, da bin ich jetzt schon sehr überrascht. Das konntest du ja im Original nicht, da konntest du damals auch keine Leitern runterklettern. A wrecking ball. Got this. You're serious.
what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back. Ah, also haben sie jetzt die Untergrundpassagen mit dem Wrecking Ball haben sie jetzt entfernt, dafür halt das hier. Ja, okay, gut, ich meine, ja, sie haben es ja prinzipiell drin, also nur halt woanders. Und ich finde auch einen cooleren Ort, weil das da unten war einfach so ein Untergrundort mit so ein bisschen Lava. Und war halt auch zeitlich ziemlich langweilig und ziemlich nervig da unten. Okay. Nein! Oh, Raketenwerfer. Oh ne, jetzt auch noch Spiders. Habe ich eine Blendgranate? Nein, habe ich nicht. I! Oh! Oh! Mann, diese scheiß Spinne! Alter! Wo ist Spider-Man? Da ist Spider-Man. Oh. Ashley? Ah! Ja, kein Wunder, kommst du nicht raus. I think you might have found your calling.
Oh. Ach, Leon. Die unmögliche Bedrohung beseitigen. Inkubationsstation. Dein Ernst? Ich soll da ganz da hinten nochmal zurücklaufen. Kommen wir da überhaupt nochmal hin? Ich glaube nicht. Du kommst hier doch gar nicht mehr hin. Dann ist es wahrscheinlich New Game Plus oder sowas, dass man irgendwie diese Aufträge halt schon angenommen hat und dann kann man es halt nochmal machen, oder? Ist es dann sowas? Weil ich sehe jetzt eigentlich keinen Weg, wie wir nochmal zurückkommen. Genau, aus dem Weg jetzt nicht nochmal zurück. Das war ein arschlanger Weg. Außerdem habe ich auch, glaube ich, die Munition nicht dafür, um den zu besiegen. Also Ashley, das Mal, wo man mit dem Aufzug gefahren ist, ist da eine Person gestorben. Ich würde aufpassen. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Das sucht doch auch die Ada, diesen Bernstein, oder nicht? Ist das hier der Bernstein? This is our holy body, our divine providence, and soon such profound lesson for all. Los Plata. Welcome, my children. I am Osman Sattler, the speaker for our Lord. Tell someone who gives a shit. Foolish lambs. Why do you deny grief? Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. No! No! Stop! Sweet child, do not resist. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child. You need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear.
bastard. Ja, ich meine, jetzt wenn man ganz realistisch sieht, hätte er sie auch befehlen können, eine andere Waffe zu greifen. Also rein theoretisch jetzt nur. Ich bin natürlich froh, dass jetzt hier Leon nichts passiert ist, auch wenn es natürlich klar ist, weil schließlich ist er auch in Resident Evil 6, also. Überlegene Speziesbericht. Geliebter Lord Zettler, ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Plagerspezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plager ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig. Sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben dürfte, die mit der Abwesenheit von freiem Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern den Plan initiiert haben und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren. Die Annabelle ist das, was? Die, wo wir in dem letzten Part einen Bericht gelesen haben von dem einen, wo er gesagt hat, dass die Experimente mit ihr gemacht haben. Na gut, Leute, wie ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Resident Evil 4 und ciao.